Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und wir sind hier noch immer auf der FIBO. FIBO steht für Fitness und Bodybuilding und die drei Jungs hier aus der Gummibärchenbande, die wollen ja Bodybuilding machen. Und da sind wir hier genau richtig und ihr drei hattet heute die Chance, euch von Profis, von richtigen Spezialisten in puncto Bodybuilding einschätzen und bewerten zu lassen. Das war doch krass, oder nicht? Das war wirklich geisteskrank, war wirklich cool, auch von einem Profi, von mehreren Profis, ein krasses, also wirklich ein Feedback zu kriegen. Rückmeldungen kriegen, das ist cool. Ja, und wir konnten uns auch präsentieren. Und ich bin erstaunlicherweise... Robin ist gut bei weggekommen, aber wir wollen ja nicht spoilern, weil ihr guckt das Video ja an, ja? Also viel Spaß mit dem Video. So, wir haben hier, ich will nicht sagen die Bodybuilding-Elite, aber schon Menschen, die sich auskennen, den einen oder anderen auch bekannt aus Reborn-Videos. David Hoffmann, ehemaliger Profi. IFBB-Profi AD. Aus AD? Ja. Ah, nicht? Oh, guck mal, Johannes. David Hoffmann könnte außer Dienst. EU vielleicht, oder? Ach, AD ist außer Dienst, das wusste ich nicht, okay. Also, wir haben Urlaub oder KZH, sozusagen. Okay. Meine Zuschauer sind jung, die kennen sowas nicht. Ja, dann also, nochmal. Dann bist du durch, meinst du? So, jetzt haben wir hier unten. Hier unten. Haben wir den Michi. Praktisch gut. Das ist auf jeden Fall die Zukunft des Bodybuildings, auch wenn du schon ganz schön alt bist, eigentlich. Muss man auch sagen. Ja, wie alt er aussieht vor allem. Das ist, aber das wird ja besser, wenn er wieder ein bisschen 35. Und der Tim hat sich hier so rechts neben mich gestellt, im Abseits. Gleich gemogelt. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal eure fachkundigen Rat. Ich möchte wissen, was ihr strukturell zu ihnen sagt. Wie sind die genetischen Voraussetzungen, zumindest die körperlichen, weil da reingucken können wir nicht. Kriegen wir auch noch eine kurze Information, wer die Jungs sind. Und also alle drei sind 16 Jahre jung und trainieren seit zwei, drei, vier Jahren unterschiedlich. Ne? Redest aber auch schon selbst mit denen Klartext, wenn du sagst, was halt nicht. Ja, ihr dürft ehrlich antworten. Also schon, ihr dürft wirklich also ehrlich schon, antworten. Schon, also respektvoll formulierte Kritik. Also Respekt, dürfen, das ist schön. Konstruktive Kritik. Ja. Und vor allen Dingen, auch, ich bin ja auch ein Freund davon, ganz klar zu sagen, ey, wie sind die Chancen? Strukturell macht das Sinn? Wirklich, wo soll die Reise hingehen? Also wir haben noch ein viertes Mitglied der Gummibärchenbande, die habe ich extra nicht mitgebracht, weil ich dachte, okay, das brauche ich euch nicht vorsetzen, weil das wäre auch irgendwie gemein. Weil der hat halt überhaupt keine genetischen Voraussetzungen. Deswegen habe ich euch hier quasi die Elite, die Auslese hingestellt. Weil man muss schon sagen, gerade für 16, auch Milan, der links steht, der Kollege, sind wirklich alle 16, ist schon sehr stabil unterwegs. Also der würde unsere Trainingsleistung auch in Schatten stellen. So, deine nicht, sagen. Aber könnt ihr bitte mal die Hose ausziehen, weil ich mache ja einen Formcheck. Robin in der Mitte ist ehemaliger Turner und Ringer. Hat jetzt erst vor kurzem mit Beintraining angefangen, das muss man dazu sagen. Masse Milan ist russische Berserker. Und rechts ist Jeremy aus der Schweiz, der auch erst vor kurzem mit Beintraining angefangen hat, richtig. Aber die Oberschenkel wachsen schon ziemlich. Aber ich lasse euch mal, macht euch mal ein Bild. Du kannst eigentlich ganz knapp, kurz und knapp beantworten. Alle drei haben Potenzial. Definitiv. Aber um Potenzial richtig erkennen zu können, muss man erstmal richtig anfangen. Also alle drei würde ich sagen, definitiv Wettkampfpotenzial. Dreh dich mal rum. Oder machen wir eine Vierteldrehung, machen wir einen Quarter Turn. Die sind ja auch wichtig. Quarter Turn. Kommt's ordentlich. Bein strecken. Geht immer rechts. Quarter Turn to your right. Wo ist jetzt rechts? Da, wo man schreibt. Und da geht es nämlich schon los. Ihr habt viel zu wenig Bodybuilding-Videos geguckt. Ja, wenn wobei, ihr richtig wo die mitmachen, müssen die noch keine Quarter Turns machen. Ja, das stimmt. Aber also, mach mal Line-Up, Back-Line-Up. Also mit 16 habe ich noch keine Quarter Turns gekonnt. Nee. Aber mit 16 hast du schon auf der Bühne gestanden, oder? Mit 17? Jawohl. Ja. Auch hier wieder. Parallelen zu meinem Sommerfeld übrigens. Seid auch schon mal 16 auf der Bühne gestanden. Stimmt. Also man sieht schon, die Parallelen sind schon da. Also bei dem Linken ist auf jeden Fall krass, was man in dem Alter schon für dicke Schenkel haben kann. Ja, okay. Ja, Rücken, der Rücken. Und bei dem Rechten ist krass, was man für ein Latissimus haben kann. Ja. Ich finde, Jeremy ist sein Name, so insgesamt vom Gesamtpaket ist er da, ist er da ganz vorne. Ja. In der Mitte ist der Robin. Der Robin, da siehst du halt diese Grundlage vom Turn, genau. Was man sagen muss, das ist ja sensationell, die Basis, die du damit legst fürs Bodybuilding, Oberkörper, Beine muss er halt dann anziehen. Und wie gesagt, der Milan. Also die Beine, wie gesagt, sensationell, muss vom Oberkörper gerade so im Brustbereich halt noch so nachziehen, aber Tim schon sagt, haben alle Potenzial. Ja. Und für 16 Jahre, also die Form. Definitiv, alle Potenzial, ja. David, was sagt dein Auge? Ja, sehe ich ganz genauso. Also auf den ersten Blick fällt der, muss man nochmal sagen. Robin? Der Robin am meisten auf, ne? Da, wo die zwei Jungs das T-Shirt noch anhatten, da dachte man so, okay. Aber da ist schon richtig Fleisch drunter. Ja, klar, die sind jetzt noch ein bisschen wackelig mit dem Posen und so, aber da ist jetzt nichts, wo man sagt, das fehlt ja völlig oder so. Ist halt nur eine Frage jetzt von Fleiß und Disziplin weiterzumachen. Ja, Pose halten. Also ich muss mal sagen, dass die, also bis jetzt hört er auf, aber sie haben die ganze Zeit die Pose gehalten. Aber sie sind auch schon am Zittern gewesen, Alter. Latzbrett. Machen wir Latzbrett. Ich will ja noch mal eine Pose von hinten sehen. Micha hat noch gar nichts dazu gesagt. Der
Russisch bei Berserker. Das ist verrückt, ne? Das gibt auf jeden Fall mal einen richtigen Koffer, das wird mal ein Schwergewichtsbodybuilder. Ja, will er auch tatsächlich. Aber man muss auch sagen, das ist auch so ein typischer Fall, der auch keine andere Wahl hat, außer dieses Schwergewichtsbodybuilding zu machen. Aufgrund der Struktur halt. Aber ne? Schon krass, was der mit 16 da für eine Masse hat. Guck mal, der Latt und alles. Der, weißt du, der macht mehr Gewicht rudern als ich. Ja, das ist wirklich total. Irre. Also man muss jetzt sagen, er hat das meiste Beef von allen, ja. Aber er ist auch der unausgeglichenste genau, von ja. allen. Also er hat die meisten strukturellen Defizite. Ja? Also so, das Bein ist riesig, der Arm ist gigantisch, Brust und Schulter sind hängende, gar ja. nicht vorhanden. Gell? Oh, ja. Angemessene Kritik, wir haben uns gar nicht vorhanden. In Relation, ja. Machen wir eine Side-Chest. Ja, aber das ist real. Ich glaube, es ist gut. Strukturell am meisten Talent hat er in der Mitte. Findest du, ja? Er ist nur noch zu dünn. Wenn er richtig Gas gibt, komplett, und halt, wenn er erst die Beine angefangen hat, so richtig rund so. Er wird so richtig rund. Ja, ja, aber jetzt sehe schon, er hat so einen ausladenden Plopp-Trizeps und so. Er muss halt, er braucht halt Fleisch und vor allem halt, never skip your leg day, buddy. Ja. Also strukturell Oberkörper richtig, ja. richtig schön, richtig super. Wie gesagt, ja. zu großes Defizit noch mit den Beinen und insgesamt, wie gesagt, Jeremy von der... Von der Struktur, von der Linie. Er macht aber was bei vielen Sachen auch, jetzt wo du die Lat-Pose machst, du ziehst du voll hoch. Also halt da beim Posing noch optimieren und so, aber das ist halt auch mit 16. Was jetzt seine größte Schwäche ist, er wäre schon von Jeremy? Gut. Ja. Ja, aber er hat halt leider ganz schmale Schlüsselbeine. Ja, so schlimm ist. Schon mal in der Mitte. Schon sehr gedrungen. Auch einfach nur mehr Fleisch, aber auch allein schon die kleinen süßen Details im Rücken. Ja, voll. Aber es ist vom Ring, ne? Und vom Ton. Das ja, okay. Aber das ist das, was du haben musst und das hast du oder hast du nicht so. Ja, ja. Aber wenn Jeremy noch ordentlich rudert. Okay, ja. Back Lat Spread. Aber man sieht schon, die Jungs wollen alles dann sehen. Die wollen jede Pose haben. Ich sehe, herzlich willkommen hier beim Bodybuilding auf meinem Kanal. Oh, die sind doch. Da gibt es mehr auch bekanntere Bodybuilder, die früher Ringer waren. Da hast du echt eine gute Basis schon mal. Okay, guck da mal die Gentlemen, Side-Price-Eiskalt. Jetzt zieh dich hier eiskalt durch. Klar. Aber es ist halt schön, weil ihr habt alle Interesse daran. Das ist schon interessant. Spannend, zumindest die Körperaussetzung zu sehen. Was ich spannend finde, Was ich spannend finde, und deswegen finde ich cool, dass du die unter deinen Obhut nimmst, wenn man über deinen Kanal und so weiter die Jungs jetzt so passiv weiter verfolgen kann, mhm. so, ne? Was aus denen wird. Also das ist ja mal die Frage, immer an euch. In dem jungen Alter ist ja oft so, die brennen mal was für was und dann haben sie mal wieder ein, zwei Jahre keinen Bock mehr. Und da zeigt sich halt einfach jetzt, wer wirklich dafür brennt und wer wirklich durchzieht. Ne? Ja. Gerade mit 16, dann kommt die nächste Freundin. Vor allen Dingen, ja, Freundin, genau. Freundin und guck mal, Training ist ja nicht alles. Ernährung, ja, Schlafen. Ja, und Bauch, okay. Bauch wieder. Wieder noch mehr. You're ready for front double biceps. Okay. Jetzt, oh shit. Ich stelle mich gleich noch mit hin fürs Thumbnail. Ja. Oder? Komm. Holy shit. Na, du musst da richtig flexen, Alter. Wirklich, Angeber. Guck mal ein bisschen näher zusammen. Ja, okay, da sieht man schon Unterschiede irgendwie, ne? Nein. Meinst du jetzt der in der Mitte, der eine, gell? Das bisschen, fällt ein bisschen aus der Reihe. Aber da wäre eigentlich interessant, wenn du jetzt mal die Bilder vom Tim zum Beispiel aus seiner Juniorenzeit mit einblendest. Also. Vor allem, Tim trainiert länger als die Burschen einzieht. Ja, tatsächlich. Tim habe ich auf seinem ersten Wettkampf mit 17 gesehen, tatsächlich. Dann hat er meinen Athleten geschlagen damals. Wann war der erste? War ich sauer. 2006, 2007. Wir haben gleich angefangen. Ja. Leute, das ist eine Ehre. Ja? Jetzt ohne Scheiß. Also deswegen habe ich das ja für euch gemacht, Jungs. Ich hätte mich gefreut in dem Alter. Ja, Mann. Aber es waren andere Zeiten, Tim, seien wir auch mal ehrlich. Sorry, ja, Bro, aber du bist halt auch nicht mehr nee. 20, ne? Wenn damals Dennis James neben mir die Hose runtergezogen hätte, hätte ich mich gefeiert, weißt du? Ja, ja, natürlich. Ja. Und dann auch auf demselben Bild. Die Jungs sind halt, die pimmeln rum, ne? Also die haben nicht wirklich hundertprozentig durchgezogen. Und insofern ist es ein Problem, weil also sie sind alle noch weit unter den Möglichkeiten. Also ich glaube, den meisten Vorsprung hat Milan, weil er schon länger trainiert und länger viel frisst. Aber die Jungs sind ja noch weit unter ihrem Potenzial, noch lange nicht ausgeschöpft. Ja, offensichtlich, wir sind 16. Er hat Ramadan gemacht, ja und? Ja. Tim Bull ist ja mit 16 auch schon auf der Bühne gestanden. Ja, aber offensichtlich sind wir noch nicht an unserem Potenzial. Ja, das ist so die Sache. Was du draus machst und wie du es jetzt durchziehst, ist natürlich, jetzt habt ihr eigentlich eine super Grundlage. Und wenn die jetzt in 4 Wochen wieder einsteht, jetzt ist die Freundin ist wichtiger oder willst du dann doch jetzt irgendwie aufs Schützenfest gehen? Oder du willst ausschlafen, weißt du? 13 Uhr, ne? So. Aber grundsätzlich schon sagen, erstens mal, wenn die Butter mal komplett weg ist, siehst du mal, was übrig ist, mal die muskulären Schwächen sind. Und dann, wenn du mal lean bist, baust du ja auch viel effizienter, besser auf. Also für eure weitere Entwicklung, wenn du dann diesen ganzen Prozess mit der Diät und dem Wettkampf hinter euch gebracht hast,
der Körper, ihr reift ja ganz anders. Genau. Und da geht es jetzt nicht darum, sagen, wenn du jetzt immer nur drauf hast, ja, ich habe du wirst dein Potenzial ja nie entfalten, wenn du nicht halt mal loslegst und das halt machst und auch wirklich von Anfang bis Ende durchziehst, auf die Bühne gehst und dann guckst, okay, so war es jetzt, das müssen wir verbessern, daran müssen wir arbeiten und dann geht es wieder von vorne los. Ja, natürlich, ich habe einfach dieses Ding, es ist ja nicht nur ein Gefühl, wir sind ja alle noch ziemlich, also Milan hat natürlich jetzt viel mehr Wasser als wir zwei, aber wir sind ja alle noch ziemlich dünn, ob es nicht mehr Sinn machen würde, es jetzt mal ein bisschen Masse noch draufzusetzen, bevor man shreddet. Also wie gesagt, du startest, es geht ja jetzt nicht darum bei der... Also am nächsten, am Wettkampf bist du dran. Ja. Findest du, ja. Aber die Beine finde ich zu schlecht. Ja, aber wenn er ein bisschen runter macht, dann sieht das schon ordentlich aus. Vor allem so, er muss viel runter machen und er, würde ich auch sagen, vielleicht machst du noch ein bisschen Fleisch drauf erst. Also strukturell ist schon alles da. Aber ich glaube, wenn er mal ein halbes Jahr ordentlich Beine trainieren würde, wären die auf einem Level. Vielleicht musst du mir mal zeigen, wie man richtig Beine trainiert. Ja, aber ich befürchte das auch. Das Beine Bootcamp. Ja. Ja, ja. Diese Struktur, die Linie, das ist schon, durch. Ach, schon echt gut. So. Also Jungs, es liegt an euch. Ihr habt einen mega Support, ihr habt Team ESN, ihr seid im Team. Alter, ihr werdet von eurer Community unterstützt. Ihr habt die besten Chancen. Wir haben uns früher über eine Tüte Eiweiß nach dem Wettkampf gefreut, Mann. Bei uns gab es nur einen Blechpokal. Ihr steht hier, ihr kriegt die Supplements for free. Ihr habt einen Code, Alter, das ist unfassbar. Werdet hier von den Profis eingeschätzt, kriegt so, Tipps? Ohne Scheiß. Wirklich. Normalerweise hätten wir 1.000 Euro bezahlen müssen hier. Ist wirklich so. Professionelle Hilfe, Betreuung. Und bei mir 10.000. Also Jungs, was nehmt ihr für euch mit? Was sind eure Learnings? Habt ihr irgendwas dazugelernt jetzt? Wie fühlt ihr euch? Also ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dass ich härter Beine trainieren sollte. Also ich trainiere schon hart Beine seit 3-4 Monaten. Die sind auch schon ein bisschen gewachsen, aber... Vielleicht ich auch schlauer Beine und vielleicht auch mehr essen. Vielleicht sollten wir uns einfach mal zusammensetzen und gescheit Beine trainieren. Und auch wenn Johannes nicht so viel davon hält, vielleicht mal mit einem Ernährungsplan, weil ich esse einfach eine freie Schnauze. Also ich halte da viel von, aber wenn du nicht der Typ bist, der mit einem Plan... Ich will es ausprobieren. Weißt du, ich kann dann ausprobieren ist eine gute Sache, ja. Milan? Also ich nehme für mich mit, dass ich mehr meine Situation, meine jetzige Position halt mehr wertschätzen soll, weil das, was wir hier haben, ist halt natürlich nicht selbstverständlich. Wir sind bei der weltgrößten Supplement-Marke in Deutschland unter Vertrag. Wir haben einen guten Coach an unserer Seite und sehr große Reichweite, da wo wir uns präsentieren können und uns zeigen können. Und trotz dessen reißen wir uns nicht in den Arsch auf, deswegen... Nicht genug, sagen wir mal nicht genug. Ja, nicht du trainierst genug. Ja richtig krass, aber du musst doch auch essen, verdammte Scheiße. Ihr kriegt eure Supplements for free. Das muss ich an dieser Stelle mal erwähnen. Wirklich, mit dem Code Johannes bestellt auf Ehre steht unten in der Beschreibung drin, Jungs. Nicht, dass ihr den ganzen Umsatz hier macht. Ich muss auch ein bisschen Geld verdienen, verstehst du? Ich bin alt. Also sollen sie nicht Code Wähler, Code Milan oder Code Jeremy benutzen? Nein. Nein? Was hast denn du gelernt? Also ich habe gelernt, dass ich wirklich auch dankbar für meine Genetik sein muss und nicht nur dankbar dafür sein, sondern auch dieses Potenzial, dieses Geschenk Gottes nicht verschwenden darf, sondern einfach durchziehen, alles geben. Und mir ist einfach nochmal klarer geworden, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dann darf ich nicht in meinem Kopf haben, Digga, ich hätte der Beste sein können, hätte ich durchgezogen, hätte ich das gemacht, sondern ich muss alles machen, dass wenn ich dort stehe, dass ich es fucking geschafft habe und meine beste Form auf die Bühne geliefert habe. Aber was ich jetzt nochmal sagen will, ist danke vielmals an alle, die uns hier wirklich geholfen haben und diese Chance, die wir gekriegt haben. Auch vor allem danke an Rap One, an die Jungs von Rap One, die sich hier die Zeit nehmen. Das sind wirklich richtige Bodybuilder. Wirklich, die, und die sich sagen, die nehmen nicht einen Stock im Arsch haben und sich Zeit hier für meine Kindergartentruppe hier lassen. Aber weißt auch du? Genau gleich danke an dich, dass du dir die Zeit für uns nimmst, ja, und gerne. Die Qual dir antust. Ja, Mann. Also vielen Dank für euren Support. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Hier gibt es noch einige auf der FIBO. Let's go.